bevor ich die Moderation übergebe. Vielen Dank. Ich hoffe, diese spontan eingeschobene Pause hat dazu geführt, dass ein bisschen Erfrischung und vor allen Dingen auch Beweglichkeit für die Knochen jetzt genug Kraft für den zweiten Teil des Vormittages hervorgebracht haben. Und die Moderation für diesen Part wird gleich Rudolf Kaufmann übernehmen und es wird Deutsch-Englisch also auch übersetzt werden, aber Sie möchten gerne noch zwei Sätze vorher sagen. Ach, Sie sind verkabelt. Ja, ich würde gerne am Anfang unseres nächsten Vortrages fragen, wer möchte gerne eine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche haben im Publikum? Wer braucht das? Gut, okay, sind doch mehrere, dann würden wir das anbieten. Dadurch wird es natürlich etwas länger. Wir übersetzen aber nicht Satz für Satz, sondern Paragraphen. Der zweite Wunsch ist, wenn jemand eine Frage hat, können Sie schon während des Vortrages ein Handzeichen geben. Es sind zwei Helferinnen, die geben Ihnen dann ein Blatt und Sie können Ihre Frage draufschreiben. Wir werden auch eine Zeit haben für Antworten anschließend. Es ist aber auch so, dass Frau Oros gesagt hat, sie ist jederzeit über Facebook oder über Internet erreichbar, dass man auch später den Dialog weiterführen kann. Okay, Rudolf, dann übergebe ich an dich. I'm very pleased to introduce you to our situation here, and I will first speak to these guys there. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for everything. I'm not the kind of person who would regret anything in life, but today I do. I deeply regret I don't speak your language. I missed all the speeches and tried to understood a little bit, but it's a big regret. I will try to work on it. Okay. When I, it's okay? Say something. Okay. Derselbe Philosoph, von dem wir heute schon ein paar Mal so markante Worte gehört haben und der die ganze Überschrift zu dieser Tagung gemacht hat, sagte er an einer anderen Stelle Folgendes. Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt gesetzt. Etwas Erstes, Einziges. Wenn Frau Angela über ihren Beginn spricht, dann spricht sie und andere Leute oft über Wunder. So ein wundersames Geschehen ist damals passiert, inmitten einer furchtbaren Tragik. Und wir sind so richtig betroffen und erfreut, Sie hier zu haben. We are really impressed and we are happy to meet you here. Thank you for your coming. Thank you very much. I got this invitation back in August, and as my lawyer, Mr. Rothman, wrote to me, the title would be Stress of the Mother, Consequences for the Unborn and Born Child. When I got this invitation, I was surprised. I said, nothing wrong with me. I don't have any problems, but whatever it's for sure, I ask my children, because once you're not sure of something, you ask your children. My daughter told me she's 47 years old. She met my mother, loved my mother. My mother loved her. And she told me, all my life, as her life, was about the Holocaust. I had to be independent at age 4
to be able to go shopping because the Holocaust could happen. At age 9, I had to know how to use public transportation, including subways in Toronto, and I had to go by myself to downtown to your office because I had to defend myself just in case the Holocaust could happen. When I told you I am afraid to give birth, you blew up. You are afraid? With clean hospital, doctors around you, nurse, you have a husband beside you, you have a nice clean home to go home. What are you afraid of? Look at my mother. She gave birth to me. She didn't have nothing, no future, no nothing. We were constantly told with my brother, this generation would never survive the Holocaust. So, in which household is normal not to throw out potato peels or leftover food? And the list went on and on. It would take another month to you to sit here and listen to her, what I did to her. No one lived through the horror was ever okay again. Okay. Ja, als ich diese Einladung bekam, interviewte ich meine zwei Kinder. Hat euch der Holocaust, hat er einen Effekt auf euch gehabt? Und wie fühltet ihr euch, als ihr aufgewachsen seid? Und meine Tochter sagte, mein ganzes Leben war um den Holocaust herum gruppiert. Ich musste schon mit 4 Jahren unabhängig sein. Ich musste alleine einkaufen gehen können, weil der Holocaust könnte ja passieren. Mit 9 musste ich wissen, wie ich den öffentlichen Verkehr bewältigte, einschließlich der Untergrundbahn in Toronto, und musste selbst in die Stadt gehen, in dein Büro, denn ich hätte mich ja verteidigen können müssen, in dem Fall, dass der Holocaust passierte. Wenn ich dich gefragt habe, oder wenn ich dir gesagt hatte, ich, die Tochter zur Mutter gesagt hat, ich fürchte mich vor meiner Geburt, und zu gebären, die Geburt zu erleben, bist du explodiert. Du bist furchtsam, hast Angst, mit einem sauberen Krankenhaus, mit den Doktoren um dich herum, mit Krankenschwestern, mit einem Mann, der dir zur Seite steht. Du hast ein wunderbares Haus, wo du lebst. Und wo bist du wirklich ängstlich? Was soll diese Angst? Schau auf meine Mutter. Sie hat geboren, und zwar unter welchen Umständen? Immer wurden uns gesagt, dass diese Generation niemals den Holocaust überleben würde. Und die Liste ging immer weiter. Es würde eine eigene Einladung bedeuten, um von ihr zu erfahren, was sie alles mitbekommen hat und wie der Holocaust sie physisch und mental beeinflusst hat. No one who lived through the horror was ever okay again. Never had a comfortable night's sleep. My mother, all her life, she carried these and many more scars, both physical and psychological. Niemand, der den Holocaust und diesen Horror durchlebt hat, war später wieder in Ordnung. Niemand hatte eine Nacht ruhigen Schlaf. Meine Mutter, ihr ganzes Leben hindurch, trug sie diese und viele andere Narben, sowohl physisch als auch psychologisch.
I'm going to speak now about the stress and trauma, what my mother went through. Jetzt kommt die Geschichte dieses Traumas, durch das die Mutter ging. My story begins with my mother, an educated woman from Budapest, Hungary. Her father was an architect. To this day, you can still find his name on buildings in the city. Her mother was an intelligent and sophisticated woman from a cultured family. They had French nannies, and my mother spoke perfect French, Hungarian, Slovak, and German. After finishing high school, she could not go on to university because Jews were no longer allowed a higher education. Instead, she got a job as a nanny for a very young motherless boy. In Sárospatak, the city, she met my father in March of 1943. They were married. As a young couple in love, they lived a happy, ideal life until 1944, when the Nazis invaded Hungary. Meine Geschichte beginnt mit meiner Mutter, einer gut erzogenen Frau aus Budapest, aus Bildungsschicht. Ihr Vater war Architekt. Und heute kann man noch seinen Namen auf Gebäuden in der Stadt finden. Ihre Mutter war intelligent, aus einer kulturell gebildeten Familie. Sie hatten französische Kindermädchen. Meine Mutter sprach perfekt Französisch, Ungarisch, Slowakisch und Deutsch. Nach der Schule konnte sie nicht zur Universität gehen, weil Juden nicht länger erlaubt waren, eine höhere Bildung zu genießen. Stattdessen bekam sie einen Job als Nanny für einen jungen, mutterlosen Jungen. In Sorospatak traf sie meinen Vater und im März 1943 heirateten sie. Als junges Paar, voll verliebt, lebten sie ein ideales Leben bis 1944, als die Nazis Ungarn überrannten. The morning after Passover in April of that year, there was a banging at the door. It was the gendarmes, the local Hungarian militia, who were worse than the police, said my mother. My parents were forced from their home in Sárospatak and herded in the cattle car train, which took them to the ghetto in neighboring Sátoraújhely. Because it was the day after Passover, they did not have even bread to take with them on the journey. From the middle of April until May 22nd, we spent our last days as a family together in the crowded ghetto. Because my mother was pregnant. Then we were forced again into a cattle car on a trip that lasted 3 days. On May 25th, we arrived at the living hell of Auschwitz. Den Morgen nach dem Passa im April dieses Jahres gab es ein lautes Klopfen an der Tür. Es waren die Gendarmen, die lokale ungarische Miliz, die schlimmer war als die Polizei, sagte meine Mutter. Meine Eltern waren gezwungen, ihr Haus zu verlassen und drängten sich in einem Viehtransport, welches sie in das Ghetto in der Nähe von dieser Stadt Sátoraújhely brachte. Da es am Tag nach dem Passa war, hatten sie nicht einmal Brot mitzunehmen. Und in der Mitte des April bis 22. Mai verbrachten wir die letzten Tage als eine Familie zusammengedrängt in diesem überfüllten Ghetto. Dort waren wir wieder gezwungen, in einen Viehwaggon zu gehen, auf diesen letzten Reise, die 3 Tage dauerte. Am 25. Mai kamen wir in der lebendigen Hölle von Auschwitz an. It was traumatizing. In my mother's belly, were beaten and herded by SS men with whips and machine guns, shouting, "Everyone out, schnell! Leave your bag on the train!" There were SS men
standing in watchtowers with machine guns and spotlights on us, watching the chaos. From up there, the madness may have seemed orderly, but down on the platform, it was not. To her dying day, my mother was afraid of barking German Shepherd dogs because of that day. Es war traumatisierend. Wir in meinem Ich, in dem Bauch meiner Mutter und sie wurden geschlagen und zusammengetrieben bei den SS-Männern mit Peitschen und Maschinengewehren. Die schrien alle raus, schnell, lasst euer Zeug im Zug. Es waren SS-Männer, die in den Türmen standen mit Maschinengewehren und Flutlicht auf uns gerichtet, die das Chaos beobachteten. Von dort schien wahrscheinlich dieser Wahnsinn geordert, also ordentlich, aber unten auf der Plattform war es das nicht. Bis zu ihrem Sterbetag war meine Mutter sehr ängstlich, wenn sie einen deutschen Schäferhund bellen hörte, wegen dieses Tages. Everyone who came to Auschwitz stood in this line until in spit at Mengele. To the left were sent women who showed signs of pregnancy, children under 15, the elderly and frail. These were the ones to be murdered immediately. Everyone over 40 was sent to the left as well. They were told, hang up your clothes, you are going to take a shower. And they believed it. These Jews were not showered. Instead, they were gassed. Jeder, der nach Auschwitz kam, stand in dieser Schlange, bis es sich an dem Arzt Mengele splittete. Auf die Linke wurden die Frauen gesendet, die schon Zeichen von Schwangerschaft hatten, Kinder unter 15, ältere Menschen und zerbrechliche Menschen. Diese wurden an diesem Tag ermordet. My mother über, was sent, oh, I'm sorry. One more. Jeder über 40 wurde auch auf diese linke Seite geschoben. Ihnen wurde gesagt, hängt eure Kleidung auf, ihr werdet jetzt eine Dusche nehmen. Und sie glaubten es. Diese Juden wurden nicht geduscht, sie wurden vergast. My mother was sent to the right, which meant temporary reprieve from death. When it was her turn in front of Mengele, my mother told him that she was pregnant, hoping he would be compassionate and would let her stay with her friends. She had already been separated from my father and would never see him again. Meine Mutter wurde zur Rechten geschickt. Das meinte eine kurze Zeit Ausnahme vom Tod. Es war ihr an ihrer Reihe, als sie vor Mengele stand. Meine Mutter erzählte ihm, dass sie schwanger war und hoffte, er würde Mitleid haben und würde sie mit ihren Freunden zusammenlassen. Sie war schon von meinem Vater getrennt und sie würde ihn auch nie wieder sehen. Mengele snapped, you stupid goose, ordering her to the right. She was good stock, healthy and strong enough for forced labor. The same had happened to my father, but he did not survive the inhuman condition and he died of exhaustion. No, that isn't right. He was murdered by exhaustion. Mengele fuhr sie an, du dumme Gans, und kommandierte sie auf die Rechte. Sie zeigte ein gutes Gesundheit und schien gesund genug, um diese Zwangsarbeit zu machen. Dasselbe hatte mein Vater erlebt, aber er überlebte die inhumanen Bedingungen nicht. Und er starb an dieser Erschöpfung. Nein, das ist nicht richtig. Er wurde ermordet durch Erschöpfung. In an interview with her granddaughter for a school project,
My mother described what happened next. In einem Interview mit unserer Enkelin, die das für die Schule machen musste, beschrieb meine Mutter, was dann geschah. After arrival in the labor camp, I got tattooed. From that moment on, I wasn't Vera. I was age 60-75, totally shaven, given a uniform and the wooden clocks. The shaved head, the tattoos, they were symbols of our dehumanization. All our dignity was taken from us. We no longer counted as human beings. Als ich im Arbeitslager ankam, wurde ich tätowiert. Von diesem Moment an war ich nicht mehr Vera. Ich war A, 60, 75. Von oben bis unten rasiert. Mir wurde eine Uniform gegeben und hölzerne Schuhe. Diese rasierten Köpfe, die Tattoos, waren ein Symbol unserer Entmenschlichung. Alle unsere Würde wurde von uns genommen und wir zählten nicht länger als menschliche Wesen. My mother was assigned to work the night shift in the warehouse in Camp A that contained the personal belongings of the victims. Here my mother's job was to pick out anything of value that the Jewish victims had brought with them from home. My mother had to sort and separate everything into separate piles, shoes, linens, clothing. If the prisoners stopped working or worked too slowly, they were beaten. The SS took the finest clothing to be disinfected and distributed to the German population. Meine Mutter wurde eine Arbeit zugetragen, dass sie in der Nachtschicht des Warenhauses in Camp A machen musste. Und diese enthielt das persönliche Eigentum der Opfer. Hier musste sie alles, was Wert hatte, von den jüdischen Opfern heraussuchen. Meine Mutter hatte das auszusortieren und in verschiedene Haufen zu legen, Schuhe, Anziehsachen und Tücher. Wenn die Gefangenen aufhörten zu arbeiten oder zu langsam arbeiteten, wurden wir geschlagen. Die SS nahm das Beste der Kleidungsstücke, desinfizierte es und verteilte es an die deutsche Bevölkerung. When she was 5 months pregnant, my mother was transferred to Barrack 2, where she was assigned to an Außenkommando that worked outside the camp. Then she did heavy physical labor, building roads and working in the fields later. She told me, if we found plants in the fields, animal food, not even meant for human consumption, there was a celebration among us. It was as we found treasure, like a Sacher Torte. We shared it, we ate it. They ate animal food and celebrated. Later, my mother was assigned to the kitchen duty. There she managed to scrunch some potato peels. The only reason I was able to remain alive in her belly, as she said, because of the vital vitamins in the potato peels. Als sie im 5. Monat schwanger war, wurde meine Mutter überführt in Baracke 2. Dort wurde sie zu einem Außenkommando zugeordnet, das außerhalb des Camps arbeitete. Hier machte sie schwere physische Arbeit im Straßenbau und in den Feldern. Sie erzählte mir, wenn wir Pflanzen in den Feldern fanden, das nicht einmal für Menschen gedacht war, sondern für Tiere, dann war es ein Fest unter uns, als wenn wir einen Schatz gefunden hätten, wie eine Sachertorte. Wir teilten es und wir aßen es. Sie aßen dieses Tierfutter und sie feierten es. Später wurde meine Mutter in die Küche geschickt. Dort hat sie es geschafft, ein paar Kartoffelschalen auszu-
für sich zu behalten, nur mit dem Grund, dass ich überleben sollte in ihrem Bauch wegen der Vitamine in den Kartoffelschalen. The rest of her daily diet consisted an ersatz coffee in the morning made from water and burned wheat that was given in the morning and night, and it was later found out some chemical bromodine spiked so ladies won't have their periods and kept inmates tranquilized. Sometimes warm soup made from grass for lunch and or from rotten vegetables, and a very little tiny slice of black bread. Der Rest unseres täglichen Essens bestand aus Ersatzkaffee am Morgen, das aus Wasser und gebranntem Getreide gemacht wurde, und es gab das morgens und abends. Später fanden wir heraus, dass dort ein chemischer Anteil von Bromodin, also Brom, enthalten war, so dass die Frauen nicht ihre Periode haben sollten und ruhig blieben. Manchmal aßen wir warme Suppe, die aus Gras gemacht war, oder verrottetes Gemüse und eine kleine Scheibe Brot. Once my mother found in her soup a piece of bone. She was so happy to have that small bone, and the SS man saw it and kicked her below the knee. She spent all her life with a limp and a blackened right leg because of the bone in the soup she found. Eines Tages fand meine Mutter in der Suppe ein Knöchelchen. Sie war so glücklich, dieses Knöchelchen zu haben, bis ein SS-Mann es sah und sie unterhalb des Knies trat. Sie brachte ihr ganzes restliches Leben mit dieser Verletzung zu und einem schwarzen rechten Knie, weil sie dieses Knöchelchen in der Suppe gefunden hatte. Their bed, if I can say bed, it was dirty straw lining, and six people had to lie on it. If one had to turn, all six had to turn, because they were like sardines in a can. Das Bett war ein dreckiges Stroh, auf dem sechs Leute schlafen mussten. Es war, wenn eine Person sich umdrehte, mussten alle anderen mitdrehen, weil wir wie Sardinen in einer Dose waren. Imagine a three-tier bed. The bottom place was more comforting. The middle bunk bed had no air. And the top was blowing wind, rain or snow. Stellt euch vor, ein dreistockiges Stockbett. Unten war der Platz mehr angenehm, aber das mittlere Bett hatte schon keine Luft mehr und oben blies Wind, Regen oder Schnee durch. My mother was forced to do very hard physical work, so she went to the local test and told her, I am pregnant. Under the rules of Auschwitz, this confession meant she would be sent immediately to the gas chamber. Instead, she was sent to a barrack Camp C. There she took care of children, especially twins, who were used for medical experiments by Mengele and his fellow colleagues who called themselves doctors. Meine Mutter musste sehr schwere physische Arbeit machen, und deshalb ging sie zur Blockältesten und sagte zu ihr, ich bin schwanger. Unter den Regeln von Auschwitz hätte sie durch dieses Geständnis sofort in die Gaskammer gesandt werden können. Aber stattdessen wurde sie in eine Baracke in Camp C gesandt. Da hatte sie auf Kinder aufzupassen, besonders auf Zwillinge, die für Mengele, diesen Arzt, medizinische Experimente erdulden mussten. Und seine Kollegen, und die nannten sich Ärzte.
Later, my mother became a human guinea pig for Mengele's team. In October, when she was 7 months pregnant, Professor Clark Klauberg's team selected her for sterilization experiments. They injected a burning substance into her cervix. Right behind in her uterus was the fetus, me. These injections were terrible, painful. Injection one, and the fetus moved to the right side. Injection three, the fetus moved to the other direction. And they played that game for a while. Those experiments are the reasons I do not have any brothers or sisters. Später wurde ich das menschliche Meerschweinchen für Mengele und sein Team, meine Mutter. Im Oktober, als meine Mutter 7 Monate schwanger war, begann Professor Karl Klaubergs Team an ihr Sterilisationsexperimente durchzuführen. Sie injizierten eine brennende Substanz in ihren Mutterleib. Gleich hinter ihr in ihrem Uterus war der Fötus, also ich. Diese Injektionen waren furchtbar, schmerzhaft. Nach der ersten Injektion schob sich der Fötus auf die linke Seite. Am nächsten Tag wieder eine Injektion und der Fötus ging in die andere Richtung. Und dieses ging eine Weile so hin und her. Diese Experimente sind der Grund, warum ich keine Brüder und Schwestern habe. Somehow I survived. After they finished observing the effects of the injecting caustic chemicals into my mother's cervix, my mother went back to her burrow and luckily was forgotten about by the angel of death. Because she was fed so little, I was so tiny that the pregnancy didn't show. If not for this, we would have been killed before I had taken my first breath. Irgendwie habe ich überlebt. Als sie ihre Beobachtungen beendet hatten, wie die Effekte dieser chemischen Substanzen auf mich wirkten und auf den Uterus einwirkten, wurde meine Mutter wieder in die Baracke zurückgesandt und sie war Gott sei Dank von dem Todesengel vergessen. Weil sie so wenig essen durfte, war ich so klein, dass die Schwangerschaft gar nicht sichtbar wurde. Vielleicht hätte ich es sonst nicht mehr überlebt und wir wären beide gestorben, bevor ich meinen ersten Atemzug hätte tun können. When my mother was 8 months pregnant, a Hungarian woman doctor, possible Gisela Pearl, who worked under Mengele and knew about my mother's pregnancy, came to the barrack one night and offered my mother an abortion. She told her, "When you give birth, we don't know how Mengele will react. If he is in a good mood, only your child will die. But if Mengele is in a bad mood, both of you are going to the gas chamber. You are so young. You could save your life." My mother promised she would think about it and give her an answer next day. The night, in a dream, she saw her mother and begging her, "Verushka, the fetus is a child already, almost ready to come out. Trust in God, and you will be helped. Don't have an abortion." The next day, she gave the doctor her answer, a definite no. Als meine Mutter im 8. Monat schwanger war, kam eine ungarische Ärztin, wahrscheinlich Gisela Perl, die unter Mengele arbeitete und wusste von der Schwangerschaft. Sie kam nachts in die Baracke und sagte, ob meine Mutter nicht abtreiben wolle. "Wenn du
diese Geburt haben wirst, sagte sie, wissen wir nicht, wie Mengele reagieren wird. Wenn er in guter Stimmung ist, kann dein Kind sterben. Und wird er nur das Kind umbringen. Aber wenn er in schlechter Stimmung ist, könnt ihr beide vergast werden. Du bist so jung, du könntest dein Leben retten. Meine Mutter versprach ihr, dass sie darüber nachdenken würde und gab ihr am nächsten Tag eine Antwort. In der Nacht hatte sie nämlich einen Traum und sie sah ihre eigene Mutter, die sie ansprach. Veruschka, dieser Fötus ist schon ein Kind, fast schon bereit herauszukommen. Vertraue in Gott. Und du wirst Hilfe bekommen. Mach keine Abtreibung. Am nächsten Tag gab sie dieser Ärztin ihre Antwort, ein definitives Nein. At that time, there was another woman who had given birth, and Mengele bound her breast, wanting to see how long the baby would live without being fed. Shortly after birth, the mother and the baby were murdered. Zur gleichen Zeit gab es eine andere Frau, die ihre Geburt schon hatte, und Mengele ließ ihre Brüste zubinden. Er wollte sehen, wie lange das Baby leben konnte, ohne genährt zu werden. Kurz danach wurden beide, Mutter und Kind, ermordet. My mother was not sure of the day I was born. All she knew was that it was 3 days before the SS celebrated Christmas. So if they celebrated on the 24th, my birthday was on the 21st of December, and if they celebrated on the 25th, then I was born on the 22nd. Meine Mutter war nicht mal sicher, an welchem Datum ich geboren wurde. Alles, was sie wusste, war, dass es war 3 Tage, bevor die SS Weihnachten feierte. So, also hätten sie am 24. gefeiert, dann war meine Geburt am 21. Wenn sie am 25. feierten, war es am 22. Dezember. On the day I was born, my mother told the blocker Teste, who was a prisoner from Czechoslovakia, that she was in labor. Since her father had been a doctor, the blocker Teste knew a little bit about what to do. Somehow she managed to get a sheet, some hot water, and scissors. She told my mother to go up to the top bunk. In the barrack, the bunks were 3 on the top of each other. She went up after my mother and helped her give birth. An dem Tag, als ich geboren wurde, sagte die Blockälteste, die eine Gefangene aus der Tschechoslowakei war, dass sie jetzt ihre Wehen bekam. Und da ihr Vater ein Arzt war, wusste die Blockälteste, was zu tun sei. Irgendwie managte sie, ein Laken zu bekommen, heißes Wasser und eine Schere. Sie sagte meiner Mutter, geh in das obere Bett. Da waren immer 3 Betten übereinander. Sie ging hinauf zu meiner Mutter und half ihr bei der Geburt. That is how I came to this world, in a barrack filled with children, none of whom knew I was born. I was so malnourished that I weighed 1 kilo and was unable to cry. This was the only reason I survived. So kam ich in diese Welt, in einer Baracke voller Kinder, von denen keiner wusste, dass ich geboren wurde. Ich war so schlecht ernährt, dass ich nur 1 Kilo wog und nicht schreien konnte. Das war der einzige Grund, warum ich überlebt habe. 3 hours after giving birth, my mother had to leave me alone in the bunk and go outside for roll call appel. To this day, I am amazed that my mother was able to do this. What courage, what incredible strength to be able to do that. It was December, it was freezing cold,
and she only had rugs for clothing. My mother had to stand up ill for a long time. It was winter, and the wooden shoes the inmates wore were dangerous because of the ice and the snow. If she fell, they would shoot her. She was shivering, no clothes, no shoes, but one thing was burning inside her. I have a child. I have to save her. The whole time she was praying that I would still be alive when she returned to the barrack. Imagine the stress. 3 Stunden nach der Geburt musste meine Mutter mich alleine lassen in dem Bett, denn sie musste nach draußen zu dem Appell gehen. An diesem Tag bis heute bin ich vollkommen überrascht, dass meine Mutter das tun konnte. Welch ein Mut, welch unglaubliche Stärke, so etwas tun zu können. Es war Dezember, es war irre kalt und sie hatte nur Lumpen. Meine Mutter musste dort ganz lange stehen. Es war Winter und die Holzschuhe, die die Leute trugen, waren gefährlich wegen Schnee und Eis. Wenn sie hingefallen wäre, wäre sie erschossen worden. Sie hat gezittert, keine Kleider, keine Schuhe, aber es brannte in ihr dieses Wort: Ich habe ein Kind, ich muss sie retten. Die ganze Zeit betete sie, dass ich noch lebte, wenn sie in die Baracke zurückkehrte. Stellt euch diesen Stress vor. One day, not long after, a few days before the liberation, my mother heard people yelling, "Schnell, schnell!" The German guards herded the surviving inmates like my mother into a tunnel, beneath the camp, and told them they would be blown up inside. This not happened. But her last days, my mother retained a mortal fear of tunnels. In Toronto, where we lived, many decades later, she had a panic attack because the train got stuck in the tunnel. Eines Tages, nicht lange danach, einige Tage vor der Befreiung, hörte meine Mutter den Schrei, schnell, schnell, die deutschen Wachmänner riefen alle zusammen und trieben sie in einen Tunnel, der unter dem Lager war, und sagten ihnen, jetzt werdet ihr alle in die Luft gesprengt. Dies passierte nicht, aber bis zu ihren letzten Tagen behielt meine Mutter diese Angst vor Tunneln. In Toronto, viele Jahre später, hatte sie eine Panikattacke, weil ein U-Bahn-Zug in einem Tunnel stecken blieb. On January 27, 1945, Auschwitz was liberated. That day, another child was born. His name is György Faludi. He lives in Hungary. György's mother did not have any milk to nurse her son, so my mother fed both. That was the beginning of our long friendship between these two mothers. Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz befreit. An diesem Tag wurde ein weiteres Kind geboren. Sein Name war Georgi Faludi. Georgis Mutter hatte nicht genug Milch für ihn. Und so hat meine Mutter beide Kinder genährt. Das war der Anfang einer langen Freundschaft zwischen diesen zwei Müttern. After liberation, as the men broke into the SS storage room and were able to get food, the men came to the women's barrack to look for their relatives or find someone from their back home. My mother met Mr. Polgar, who was from the same city as my parents were. Mr. Polgar reminded my mother that baby need a birth certificate. My mother was not interested at all in paperwork, but Mr. Polgar, he insisted, and went into the town of Auschwitz and to get the document that shows my place of birth. Nach der Befreiung kam ein Mann in den Raum und brach in diesen
Stauraum und wir konnten Essen kriegen. Und er kam auch in die Frauenbaracke, um Verwandte zu suchen. Meine Mutter traf Mr. Polga, der war aus der gleichen Stadt wie meine Mutter. Und er wurde erinnert, er erinnerte meine Mutter daran, dass das Baby einen Geburtsschein benötigt. Meine Mutter war daran überhaupt gar nicht interessiert. Aber Herr Polga insistierte und wir gingen in die Stadt Auschwitz, um ein Dokument zu bekommen, das den Ort meiner Geburt dokumentiert. Yes, yet in this madness many miracles happened. My mother was starving and yet had milk. She had milk to nurse me and after the liberation even an other woman's child. From the food they gave her, she had maybe 300, 400 calories. How did she have milk? A miracle. But I'm not here to talk about miracles. Ja, in diesem Wahnsinn passierten Wunder. Meine Mutter hat gehungert und trotzdem hatte sie Milch, mich zu nähren und nach der Befreiung auch noch ein anderes Kind. Von dem Essen hatte sie vielleicht 300, 400 Kalorien. Aber wie konnte sie Milch haben? Ein Wunder. Aber ich bin nicht hier, um über Wunder zu sprechen. My mother only was able to return to Hungary with me in November 1945. Through Katowice and other Polish cities, a long stay in a Russian DP camp, Slutsk, my mother came back to Budapest to look for a doctor who could help us. I was a very sick baby. In November, when I was almost a year old, I weighed 3 kilograms. Any normal baby is weighing 3 kilograms. My mother went from doctors to doctor, but none of them had any hope they could help or that I would grow into a healthy baby. My mother was the only one convinced that I would live. People used to call her a crazy woman. They thought she had lost her mind in Auschwitz and that I was just a doll in the carriage because I couldn't move. I didn't look like a human baby. I looked like a rag doll. My grandmother was begging my mother, her own daughter, listen to the doctors, let her die. She'd never be a normal child. But my mother was determined. Meine Mutter konnte nach Ungarn erst im November 1945 zurückkehren, durch Katowice und andere polnische Städte mit einem langen Aufenthalt in einem russischen Camp von Sluss kam meine Mutter nach Budapest und suchte einen Doktor, der uns helfen könnte. Ich war ein sehr krankes Baby. Im November, als ich schon ein Jahr alt war, wog ich nur 3 Kilo, so viel wie sonst ein normales Kind bei der Geburt wiegt. Meine Mutter ging von Arzt zu Arzt, aber niemand hatte Hoffnung, dass ich ein gesundes Kind werden könnte. Meine Mutter war die Einzige, die davon überzeugt war, ich würde leben. Andere nannten sie eine verrückte Frau. Sie dachten, sie hätte in Auschwitz ihren Verstand verloren und dass ich eine Puppe wäre, weil ich mich nicht bewegte. Ich sah nicht aus wie ein menschliches Baby. Ich sah aus wie eine Puppe, die aus Flicken gemacht ist. Auch andere in der Familie sagten zu meiner Mutter, höre auf die Ärzte, lass sie sterben. Sie wird niemals ein normales Kind sein. Aber meine Mutter war entschieden. One doctor held me upside down like a chicken and said, if she raised her head, there was a chance that I might survive, and he would help.
I did. After that, he cared for me for several years until my bones were strong enough to walk on. For a while after returning to Budapest, we stayed in my grandmother's house. My mother frantically looked for my father, meantime, but no answer. She decided we are stronger and she will go back to Sárospatak. If maybe my father will come back, he would wait for her there. Later, when she realized he was gassed, married my stepfather, who lost his daughter and his wife. My stepfather adopted me. I was a very young baby at the time. Einer der Ärzte hielt mich hoch wie ein kleines Küken und sagte, wenn ich meinen Kopf heben würde, das wäre eine Chance, dass ich überleben könnte. Und er würde uns helfen. Und ich tat es. Danach sorgte er mehrere Jahre für mich, bis meine Knochen stark genug waren, dass ich da drauflaufen konnte. Eine Weile nachdem wir nach Budapest zurückgekehrt waren, waren wir in der Großmutterhaus und meine Mutter fing an, nach meinem Vater frenetisch zu suchen, aber keine Antwort. So entschied sie, wir sind jetzt stärker, wir gehen zurück nach Sárospatak. Vielleicht kommt mein Vater zurück und er würde dort auf uns warten. Später, als sie erkannte und wusste, dass er vergast war, heiratete sie meinen Stiefvater, der seine Tochter und seine Frau verloren hatte. Mein Stiefvater adoptierte mich. Ich war ein kleines, sehr junges Kind zu dieser Zeit. I grew up seeing a beautiful marriage. They loved each other, they appreciated they are alive, and they were desperate to rebuild their life, trying to put back of their mind the horror they experienced. My mother loved me more than normal, and my stepfather was partner with it. Probably he saw his lost daughter in me, and I was the lucky one who enjoyed that. Our room were decorated with pictures of relatives, and when I asked who are they, the answer was died. They purposely didn't use murder to fright the little kid. We did not have any relatives. I had a childhood friend. She was born in Budapest during the war, but in a hospital. She was 3 weeks older than me. Her biological father also was murdered, and her mother, just like my mother, married a much older Holocaust survivor. Both families decided they're not going to tell us kids the adoption. Somehow, we knew our fathers were married before and they had children. Our weekly game was with her, we cried for those who we lost. So she was the winner because she said she has to cry more than me because her father had twins. So we had Vera's, my stepfather's murdered daughter, clothing and her mother's untouched in one of the closets. Today's mind would not understand that. I was begging to my father to let me wear Vera's clothing, and because anything I could ask was possible, in his eyes, he gave me her skirt. I refused to take it off. I was so proud to wear it. Ich wuchs auf und sah eine wundervolle Ehe. Die beiden liebten sich sehr. Sie achteten sich und sie waren froh, dass sie lebendig waren. Und sie versuchten, ihr Leben wieder aufzubauen und den Horror hinter sich zu lassen. Meine Mutter liebte mich über alles und mein Stiefvater war ein Partner darin. Wahrscheinlich, weil er seine verlorene Tochter in mir sah und ich war auch glücklich, seine Liebe zu genießen. Unsere Räume waren mit Bildern von Verwandten ausgestattet und als ich gefragt
fragte, wer sind Sie, war die Antwort immer die gleiche, gestorben, gestorben, gestorben. Absichtlich benutzten sie nicht das Wort ermordet, um uns nicht als kleine Kinder zu erschrecken. Wir hatten keine einzigen Verwandten. Ich hatte eine Kindheitsfreundin, sie war in Budapest während des Krieges geboren, in einem Krankenhaus. Ihr biologischer Vater war aber auch ermordet worden. Und ihre Mutter, genau wie meine, heiratete einen viel älteren Holocaust-Überlebenden. Beide Familien beschlossen, dass sie uns nichts über diese Adoption erzählen würden. Irgendwie wussten wir, dass unsere Väter vorher verheiratet waren und auch Kinder hatten. Unser wöchentliches Spiel war, dass wir zusammen weinten über unsere verlorenen Geschwister. Meine Freundin hat gewonnen, weil ihr Vater hatte Zwillinge gehabt, also musste sie länger weinen als ich. We suffered with my friend, we don't have any families. Her biological father's mother visited every summer in my friend's house. It didn't make any sense who she is, but we called her a grandmother and her last name. Again, Susie was the winner. At this time, I didn't have any grandmother. She survived the Holocaust, but after, she was falsely accused of something, put in jail and taken away and killed. That was the Hungarians. I cried endless hours. All my classmates had grandmothers. They spent the summer times at grandmother's house. Those days were not in style children's camp or a summer camp. Still today, here in camp, the word gives me shivers. It does not come to my mind summer camp. The first impression is lager camp. To me, all those sweet memories from my kids' camp life still hits me the word, concentration camp, as a first impression. Wir litten zusammen. Wir hatten keine Familien. Die Mutter ihres biologischen Vaters besuchte jeden Sommer das Haus meiner Freundin. Aber es machte keinen Sinn. Wieso ist sie die Großmutter? Aber wir nannten sie bei dem letzten Namen Sente Großmutter. Und wieder war Susi die Gewinnerin. Zu dieser Zeit hatte ich keine Großmutter. Nach dem Holocaust, den sie überlebte, wurde meine Großmutter fälschlicherweise angeklagt, ins Gefängnis geworfen und ermordet. Und das war also in Ungarn. Ich weinte endlose Stunden. Alle meine Klassenkameradinnen hatten Großmütter, wo sie in den Sommerferien hinfuhren. Und in diesen Tagen gab es ja keine Sommerlager. Auch noch heute, wenn ich überhaupt das Wort Lager höre, bekomme ich Schauer. Denn es kommt mir nicht ins Gedächtnis oder ich denke nicht daran, dass es ein Sommerlager ist, sondern mein Eindruck ist sofort, ich denke an das Konzentrationslager. Das ist mein erster Eindruck. From the entire basically three families, we only had one aunt stayed alive as she was saved by Raoul Wallenberg. The borders were closed, we were cut off from each other. From my stepfather's side, his first wife had a living relative. She came to visit in town. Susie and I, we had a fight. Whose relative is she? We both wanted to sit in her lap because she was a relative. The relative had strep, and she didn't want us in her lap, but we pushed in our way. We craved to hug her. We find a relative. I still remember the dress she was wearing. Von den ganzen Familien, von den drei Familien, die wir hatten, war nur eine
Tante übrig geblieben, die wurde von Raoul Wallenberg gerettet. Die Grenze wurde geschlossen und wir wurden voneinander abgetrennt. Von meinem Stiefvaters Seite hatte die erste Frau noch lebende Angehörige und sie kam uns zu besuchen. Susi und ich kämpften darum, wessen Verwandte ist sie? Wir wollten beide in ihrem Schoß sitzen, weil sie eine Verwandte war. Diese Verwandte hatte Stress damit und sie wollte uns nicht in ihrem Schoß haben. Aber wir haben unseren Weg dahin gekämpft und wir wollten beide von ihr umarmt werden. Wir haben eine Verwandte gefunden und ich erinnere immer noch das Kleid, welches sie trug. I was 12 years old when someone asked me, "You like Polgar? He's not your father. Your father dead." I still remember the story it happened. I still remember the lady's face who told me that. I still remember how I dropped the merchandise and what I was supposed to buy and run home screaming and crying. What is she telling me? Then, Als ich 12 Jahre war, fragte mich jemand, warum liebst du Polga? Er ist nicht dein Vater. Dein Vater ist tot. Ich erinnere immer noch das Geschäft, in dem das geschah. Und ich erinnere mich an das Gesicht dieser Frau, die mir das erzählte. Und dass ich alles fallen ließ, was ich in der Hand hatte, und nach Hause rannte, schreiend und weinend. Was erzählt sie mir da? Then they set me down and they told me the shortened story of my life. It made sense, the pictures on the wall. Who are they? And the answer was always dead or later murdered. I got older, it was murdered. My mother never spoke about these horrors to anyone. An inner voice told her that nobody could understand these experiences except only those who had been through them. There is no use talking about them. Even I wouldn't believe them to be true. Sie setzten sich mit mir nieder und dann erzählten sie mir eine gekürzte Geschichte meines Lebens. Es machte Sinn mit den Bildern an der Wand, wer sind sie? Und die Antwort, die immer gewesen war, sie sind gestorben. Und als ich älter wurde, die Welt veränderte sich und es blieb immer diese Geschichte, alle waren ermordet. Meine Mutter sprach nie wieder über diese Horror und eine innere Stimme sagte ihr, niemand wird diese Erfahrungen verstehen, außer denen, die durch sie hindurchgegangen sind. Es macht keinen Sinn, darüber zu reden, selbst dann würden sie nicht glauben, dass es wahr sein kann. As a survivor, Esther Bauer said, the first 20 years we couldn't talk about it. For the next 20 years, no one wanted to hear about it. Only in the next 20 years, people start asking questions. Als Überlebende sagte Esther Bauer, die ersten 20 Jahre konnten wir nicht drüber sprechen. Die nächsten 20 Jahre wollte niemand es mehr hören. Und nur in den nächsten 20 Jahren werden Leute anfangen, uns Fragen zu stellen. Untereinander kamen sie zusammen und sprachen über es. Between each other, they came together and talked about it. Usually I was hiding under the table and I heard bits and pieces.
I saw the tattoo number of my parents' arm. I heard some of my parents' friends come crying. She never was able to have kids after Auschwitz. And some of the ladies she was together occasionally came to visit us from different towns. They took an interest how I am developing. Normalerweise bei diesen Gesprächen versteckte ich mich unter den Tisch und ich hörte kleine Teile des Gesprächs. Ich sah das Tattoo und die Nummer, die meine Mutter auf den Armen hatte und mein Vater. Ich hörte auch einige der Freunde meiner Mutter, wie sie weinte, weil sie würde nie wieder Kinder bekommen können nach Auschwitz. Und einige der Frauen kamen uns manchmal besuchen aus anderen Städten. Sie haben aber sich dafür interessiert, wie ich mich entwickeln würde. I saw many times my mother woke up in sweat and upset, but she told me someone was chasing her and she brushed it off. She had endless nightmares. Ich sah oft, dass meine Mutter aufwachte, durchgeschwitzt und nass und aufgeregt, und sie erzählte mir, irgendjemand war hinter ihr her. Aber sie tat es ab. Sie hatte endlose Albträume. My speech was good. I spoke before I was able to sit up. To cover for the outside world my troubles, like I can't walk, they had made me a little carriage and they pulled it to make to the kindergarten or school. Later, walking was still limited because the bones were so fragile. They ordered a little car custom made so I don't have to walk. It was working by little pedals. But still, my legs were too weak. Therefore, my father pulled the car. I was spoiled beyond imagination. Mein Sprechen war gut entwickelt und ich sprach, bevor ich aufrecht sitzen konnte. Um zu überdecken meine andere Schwäche, nämlich ich konnte nicht laufen. Sie hatten mir einen kleinen Wagen hergestellt und sie zogen mich so zum Kindergarten und zur Schule. Später war mein Laufen auch eingeschränkt, weil meine Knochen so fragil waren. Und sie bestellten einen kleinen Wagen, so dass ich nicht gehen musste und mit kleinen Pedalen treten konnte. Aber trotzdem waren meine Beine so schwach und mein Vater zog den kleinen Wagen. Ich wurde über alle Erwartungen hinaus verwöhnt. I refused to eat. It was many tears to feed me. I was tiny, always the smallest in class. Once the doctor told my mother, don't feed her. Let her come and ask for food. She couldn't take it after 24 hours. They had to force feed me. Feeding time was by us. I run first, and then my father, the maid, whoever could catch me and put a piece of food in my mouth. Ich weigerte mich zu essen. Es gab viele Tränen während des Essens. Ich war klein, winzig und immer die Kleinste in der Klasse. Einmal erzählte ein Arzt meiner Mutter, lass sie selber kommen und für Nahrung bitten. Aber sie konnte es nicht länger als einen Tag aushalten. Sie mussten mich zu essen zwingen. I was very social, loved kids and people. Very protective to my friends. As a little girl, I was very careful not to hurt anyone. Once a scary-looking lady asked me if I could give her a kiss and a hug, and I looked at her smiling, thinking, and I answered, I will send it to you by mail. Ich war sehr sozial, liebte Kinder und Menschen, war auch sehr schützend für meine Freunde. Und als kleines Mädchen war ich sehr aufmerksam, dass nicht irgendjemand verletzt würde. Einmal fragte mich eine Frau, die sehr beängstigend aussah, ob ich ihr einen Kuss geben würde und eine Umarmung.
Und ich guckte sie an, lachte und dachte und sagte, ich will es dir per Post schicken. I never intentionally wanted to hurt anybody's feeling, but I was extremely sensitive. I couldn't take it if somebody was yelling at me, started to cry. I cried very easily. Niemals hatte ich vor, jemand anders zu verletzen. Und ich selber war extrem sensitiv. Ich konnte es nicht aushalten, wenn jemand mich anschrie. Dann fing ich schon an zu weinen. Ich weinte sehr leicht. When I reached the school age, the learning was not easy. I had difficulties to learn how to read. I had difficulties with math. I did not understand the concept. I was lucky because we were 53 children in the class and the teacher did not pay too much attention of my difficulties because he knew my mother is tutoring me day and night. Als ich das Schulalter erreichte, war das Lernen nicht leicht. Ich hatte Schwierigkeiten, lesen zu lernen und Mathematik. Ich verstand das Konzept nicht. Ich war glücklich, denn wir waren 53 Kinder in der Klasse und der Lehrer hatte nicht so viel Zeit für Einzelne. Und er wusste, dass meine Mutter mich Tag und Nacht begleitete und mir das Lernen beibrachte. Today's word, they would say learning disability. I outgrew it. Heute würde man sagen, Lernschwierigkeit, aber ich wuchs daraus hervor. Then grade 2 was, I was fine. I caught up. You probably think I was not mature yet for school. I was the oldest in the class because I was born in December and my mother held me back not to start it before 6. Spite of everything, I was a good student later, loved school, loved the belonging to the class, and I was quite popular. In der zweiten Klasse war ich dann gut. Ich holte auf und ihr würdet wahrscheinlich denken, dass ich noch nicht reif genug war für die Schule, aber ich war die Älteste in der Klasse, weil ich ja im Dezember geboren war und auch nicht vor dem Alter von 6 Jahren anfing. Trotz alledem, ich war später eine gute Schülerin, ich liebte die Schule. Ich liebte die Zugehörigkeit zur Klasse und ich war auch sehr beliebt. My mother was the guiding force. Education was her priority. And she wanted to expose me from music to ballet, the sport, for everything to expose my interest. Meine Mutter war die stärkste Kraft in meiner Erziehung, weil sie darauf den Schwerpunkt legte. Sie wollte mich in Musik und Ballett, Sport und für alles anmelden, was mein Interesse, wofür ich Interesse zeigte. I was a very happy child, surrounded with love, which made me very strong. We were financially stable and looking forward to the future. My mother dedicated all her time for me. She didn't work in the house, she had help, just concentrated on my health and happiness. Ich war ein sehr glückliches Kind, umgeben von Liebe und das machte mich sehr stark. Wir waren finanziell stabil und wir sahen in die Zukunft. Meine Mutter widmete alle ihre Zeit für mich. Sie ging nicht außerhalb des Hauses zur Arbeit und im Haus hatte sie Hilfe. Und sie konzentrierte sich auf meine Gesundheit und mein Glück. Continued even my adult life. Her word was, who loved me was a good person. Who they loved, then she loved the person. But if anyone looked at me the wrong way, God saved the person. Das ging mein ganzes Leben hindurch. Ihre Welt bestand daraus, wer mich liebte, war eine gute Person. Und sie liebte diese Person auch.
Aber wenn irgendjemand mich falsch ansah, Gott sollte diese Person retten. Once a teacher hit my hand, and that teacher was her colleague, she was a teacher, with a ruler. Probably I spoke during the class. My mother got the ruler, went into the teacher's room, and hit the teacher's hand. And he said to him, I brought this child back from hell. Do not dare to touch her ever again. Eines Tages hat ein Lehrer mir auf die Hand gehauen mit einem Lineal. Wahrscheinlich habe ich während des Unterrichts gequatscht. Meine Mutter nahm das Lineal, ging in den Raum der Lehrer und schlug dieses Lehrers Hand. Sie sagte zu ihm, ich habe dieses Kind aus der Hölle zurückgeholt und wage es nicht, sie noch ein einziges Mal zu berühren. My parents had a positive attitude toward their new life. They cherished the freedom. They appreciated the flower on the table. Their home was a positive environment. We felt safe. Meine Eltern hatten eine positive Haltung zu ihrem neuen Leben. Sie genossen die Freiheit. Sie genossen die Blumen auf dem Tisch und das Haus, das Zuhause war ein ganz positives Umgebung. Wir fühlten uns sicher. If we look all the aspects, what we know today, how the babies develop, it's really unexplainable how my brain developed, how spite of all the chemicals my mother breathed in the constant poison air from the crematoria, the malnourished her body to provide me. These are all has no logical answers. How am I here? The constant fear of losing me or her life. Wenn wir alle diese Aspekte ansehen, was wir heute wissen, wie Babys sich entwickeln, dann ist es völlig unerklärlich, wie mein Gehirn sich entwickeln konnte. Trotz aller Chemikalien, die meine Mutter einatmete, von der ständig vergifteten Luft der Krematorien, der Unterernährung ihres Körpers und dass wir haben keine logischen Antworten darauf, wieso ich überhaupt hier bin. The constant appeals twice a day in the freezing December without shoes or clothing. The constant screaming of the Germans, the barking German shepherds, the constant fear, the beatings, she told me. She was petrified because rats constantly jumped on me and she was afraid if she's not there, they will bite me. Still today, I have a terrible fear of mouse and rats. How I wonder how her stress level was. Her determination to survive and save me was beyond imaginable. Diese ständige Angst, ihr Leben zu verlieren, die ständigen Appelle, zweimal einen Tag im frierenden Dezember, ohne Schuhe, ohne Kleidung, das ständige Schreien der Deutschen, das Bellen der deutschen Schäferhunde, die ganze Furcht, die Schläge, sie war versteinert und es waren Ratten, die auf mir herumgesprungen sind und sie war, sie hatte Angst, wenn sie nicht da sei, werden die Ratten mich beißen. Auch heute habe ich noch eine große Angst vor Mäusen und Ratten und ich bin sehr erstaunt, wie war ihr Stresslevel, ihre Entschiedenheit zu überleben und mich zu retten, war jenseits des Vorstellbaren und ich habe diese Entschiedenheit geerbt. I did inherit this determination. I did inherit her positive outlook. And no matter how tragic life was, nothing was impossible for us.
In my childhood, the Holocaust every day did not come in. My birth circumstances were not known, and my mother did not want to tell me about Auschwitz. As I reached puberty, I became overweight. It bothered me, and my mother tried to help me, taking me to doctors, endocrinologists, but they find everything normal. Ich habe die Entschiedenheit meiner Mutter geerbt. Ich habe ihren positiven Blick geerbt, egal wie schlimm das Leben war. Nichts schien unmöglich für uns. In meiner Kindheit kam der Holocaust nicht in das tägliche Leben hinein. Meine Geburtsumstände waren nicht bekannt und meine Mutter wollte mir nichts über Auschwitz erzählen. Als ich die Pubertät erreichte, wurde ich übergewichtig. Es störte mich und meine Mutter wollte mir helfen, indem sie mich zu Tausenden von Doktoren brachte, aber sie fanden es normal. Things changed when I got pregnant. I got in panic. Yes, nothing wrong with me. But maybe it skipped a generation. Maybe my unborn won't be normal, maybe. Then I spoke to my doctor, who was a very kind and kindly told me, there are many researches, and if I come out okay, the unborn will be fine. When I was in the delivery room, I was not afraid at all, self-talking to myself. If my mother, under those inhuman circumstances, without future, gave birth to me, who am I to say a word? What reason to be afraid? After my daughter was born, he smilingly told me, as far as I know, you and the boy are the only babies born in Auschwitz. How would I have any research? Die Dinge änderten sich, als ich selber schwanger wurde. Ich bekam Panik. Ja, nichts war richtig mit mir, nichts war falsch mit mir. Aber vielleicht würden wir eine Generation überspringen. Vielleicht würde mein Kind nicht normal sein. Als ich mit meinem Arzt sprach, der mir erzählte, es gibt sehr viel Forschung und ich würde ganz okay gebären, das Ungeborene würde in Ordnung sein. Als ich in dem Geburtsraum war, war ich nicht ängstlich. Ich sprach zu mir selbst. Wenn meine Mutter unter diesen inhumanen Umständen ohne Zukunft mir Geburt, meine Geburt durchhalten konnte, was war mein Grund, dann Angst zu haben? Als meine Tochter geboren war, sagte er mir lächelnd, soweit ich weiß, bist du und der Junge die einzigen Babys, die in Auschwitz geboren wurden. Sonst hätten wir keine Forschung. After my daughter was born, my motherly instinct about Holocaust came to the surface. I started to experience antisemitism. I was a social worker, and one of the teachers constantly complained about the kid. When I pushed her for explanation, she said, he's Jewish. I hate him. How do you know he's Jewish? His name is Grünwald. At that time, my name was Gross. I left the school. I went to change my name. I was expecting a baby. No one will hate my baby because she or he has a Jewish name. My husband was mortified. For 30 years, it was good for Gross. Nothing stopped me. I changed it. This is how I am Oros today. Als meine Tochter geboren wurde, kam mein mütterlicher Instinkt zum Holocaust wieder an die Oberfläche. Ich begann, Antisemitismus zu erleben. Es war eine Sozialarbeiterin und einer der Lehrer beklagte sich immer über ein Kind. Als ich sie fragte, warum, sagte sie, er ist jüdisch. Ich hasse ihn. Woher weißt du, dass er jüdisch ist?
Sein Name ist Grunwald. Zu dieser Zeit war mein Name Frau Gross. Als ich die Schule verließ, beschloss ich, unseren Namen zu ändern. Ich würde kein Baby gebären und dass irgendjemand hassen könnte, weil es einen jüdischen Namen hätte. Mein Ehemann war entsetzt. Vor 30 Jahre lang hatten wir den Namen Gross gehabt. Aber mich konnte nichts aufhalten. Ich änderte den Namen. When I left Hungary with my family in 1973, my mother came before me to make it easier for us. We had to leave illegally. We came with two suitcase summer clothing for a family of three because we didn't want to get any attention leaving the country. I learned from the Holocaust. In 1944, they didn't want to leave because until it was too late, because they believed in their comfortable life. I left behind without hesitation, everything, car, house, nothing mattered. Even my ring by mistake I left in the drawer. My mind was get freedom. I learned from the Holocaust. Als ich meine Familie mit meiner Familie Ungarn verließ, kam meine Mutter vor mir, damit sie es für uns leichter machen konnte, denn wir hatten das Land illegal zu verlassen. Wir hatten nur zwei Koffer, nur Sommerkleidung für drei, weil wir keine Aufmerksamkeit erregen wollten. Ich lernte vom Holocaust. 1944 hatten wir nicht Ungarn verlassen wollen, bis es zu spät war, weil wir in das komfortable Leben glaubten. Ich ließ alles hinter mir ohne Zögern. Alles, Auto, Haus und nichts spielte eine Rolle, auch meine Ringe nicht, denn es war für mich wichtig, nur rauszukommen, raus aus Ungarn. Mein Gedanke war Frieden, Freiheit. Ich lernte vom Holocaust. When I was young, my mother did not want to tell me about the Holocaust. She told me very little. My daughter was 16 and she has a school project and she interviewed my mother where she told all the horrors she went through. My daughter taped the interview, so we have it. For her, she talked. When I lost my mother, I felt I can't go on. Then I remembered, what would she have done? What would she tell me? She would tell me, you have two kids. You have responsibilities. Go on. I had a fear to learn how to drive. After her death, I took driving lessons. I got my license. It wasn't just the driving. It was to face the fear life without her. Until her death, I didn't think the imaginary umbilical cord was ever cut. Daily, we called each other 4-6 times a day. She loved me, she protected me, she spoiled me with no limit. I felt always safe until I had her. I truly believe this undivided attention, undivided love toward me made me what I am today. Balanced, happy person who can appreciate small things in life. Als ich jung war, wollte meine Mutter mir nichts über den Holocaust erzählen. Sie erzählte sehr wenig. Meine Tochter wurde 16 und sie hatte ein Schulprojekt. Und sie interviewte meine Mutter. Und da erzählte sie alles den Horror und Schrecken, den sie durchlebt hatte. Meine Tochter nahm das Interview auf und so besitzen wir es noch. Für sie hat sie gesprochen. Als ich meine Mutter verlor, fühlte ich, dass ich weiterleben konnte. Und dann habe ich erinnert, was würde sie jetzt tun? Was würde sie mir geben und sagen?
Du hast 2 Kinder. Du hast Responsibilität, du hast Verantwortung, mach weiter. Ich hatte Angst, Autofahren zu lernen, aber nach ihrem Tod habe ich es gelernt. Und es war nicht nur das Autofahren, es war die Angst, alleine weiterzuleben. Bis zu ihrem Tod, denke ich, war die imaginäre Schnur zwischen uns nicht durchgeschnitten. Täglich riefen wir uns 4 bis 6 Mal am Tag an. Sie liebte mich, sie schützte mich, sie verwöhnte mich und ich fühlte immer, dass ich sicher war. Ich glaube wirklich, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, diese ungeteilte Liebe zu mir machte mich zu dem, was ich heute bin. Ausgeglichen, glücklich, eine Person, die kleine Dinge im Leben anerkennen kann und sich freuen kann. Still today, after the legacy of Auschwitz, of my mother's starvation and abuse never disappeared completely. I stand less than 5 feet tall today. I'm overweight, spite of many diets. I have high blood pressure and many infections when I am stressed. Even if I have a dentist appointment, which I am worried, I tell myself, come on, in Auschwitz, what they would have done to be able to cure the pain with a dentist. Whenever I have a fear, I think, what would they have done in Auschwitz? Then the fear goes away. When we have a 26-hour fast day, I tell myself, you worried? Your fridge is full after the fast. In Auschwitz, your mother kept Yom Kippur, and they weren't sure the Nazis will keep for them the daily portion till tonight. But they kept the fast. Noch heute, nach der, mit dem ganzen Erbe von Auschwitz, und meiner Mutter Hunger und Misshandlung, all das ist niemals verschwunden aus meinem Leben. Ich bin weniger als 5 Fuß groß und ich bin manchmal übergewichtig, obwohl ich wenig esse. Ich habe hohen Blutdruck und viele Infektionen, wenn ich gestresst bin. Wenn ich einen Zahnarzttermin habe, habe ich Angst, aber dann sage ich zu mir, was würden Sie tun, die Leute, die in Auschwitz waren und alles heilen mussten ohne irgendeine Hilfe. Also immer, wenn ich Angst habe, denke ich, was würden die Leute in Auschwitz jetzt machen? Und dann geht die Angst weg. Wenn wir zum Beispiel 26 Stunden fasten, sage ich mir selbst, bist du beängstigt, dein ganzer Eisschrank ist voll. Und auch in Auschwitz hat meine Mutter den Yom Kippur durchgehalten. Und wir werden auch dieses Fasten durchhalten. I never thought about these things until you invited me and looked into it. It was a regular life to me. That was the normal. Auschwitz was part of it in many ways, but to me, it was a regular life. I didn't know better. Although after the war, my mother seemed to have put the horrors of Auschwitz into the back of her mind and lived this happy and loving person, when she lay dying of cancer at the age of 71 in Toronto, the nightmares came back. She saw Mengele standing at the door of her hospital room. No amount of morphine could make him disappear. She died on January 28, because January 27 was the liberation of Auschwitz, and she said she just not want to die that day. Ich habe niemals gedacht, dass ich dieses tun könnte, bis sie mich eingeladen haben und ich dahin schauen musste. Es war für mich das normale Leben. Auschwitz war ein Teil dessen.
Für lange Jahre, aber für mich war es eben ganz normal. Ich wusste es nicht besser. Obwohl nach dem Krieg meine Mutter diese Schrecken hinter sich zu lassen schien und als glückliche und liebende Person lebte, als sie dann mit Krebs im Alter von 71 gestorben ist, kamen diese ganzen Schrecken zurück zu ihr. Sie sah Mengele an der Tür des Krankenhauszimmers. Keine Spritze von Morphium konnte ihn wegbringen. Sie starb am 28. Januar, weil am 27. Januar war der Tag, an dem Auschwitz befreit wurde. Und sie sagte, an diesem Tag möchte ich nicht sterben. I apologize, I tested your attention span. I'm very sorry, but somehow I didn't count the time for translation. Thank you very much. Thank you. For your impressing words and for sharing your very, very personal story with us. Thank you so much. So we'll take some time for questions or comments, okay? I would like to tell you I have internet, I have FaceTime, I have Skype, I have email. Any questions for your research, I gladly answer. And whatever I could help for your research, I will do in my best interest. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for your coming today. So, vielen Dank für die Geduld und das angekündigte Dialogische und das Fragen stellen, das müssen wir jetzt leider aufgrund der Tatsache, dass es jetzt schon deutlich nach eins ist und wahrscheinlich auch der Wunsch und das Bedürfnis nach Pause da ist, jetzt lassen wir es einfach so. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit für den heutigen Vormittag und wir machen weiter um. In einer Stunde.